herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir machen in diesem Jahr eine Veranstaltungsreihe, die uns beide, Herrn Lindner und mich, heute Morgen schon nach Schwerin geführt hat, morgen nach Hamburg und Kiel führen wird. In München haben wir begonnen. Herr Lindner war zwischendurch in Halle, in Mainz, Saarbrücken und anderen Städten wird das fortgeführt. Warum machen wir das? Ich sage Ihnen das ganz offen, weil wir eine Stiftung sind, die ein hohes Interesse an einer parlamentarischen Repräsentanz der FDP im nächsten Deutschen Bundestag hat. Sie gehört zu unserer Familie, wir sind nicht die FDP selbst, aber es ist ganz legitim, und das machen die anderen politischen Stiftungen auch, deren Existenz im Übrigen auch wie unsere von einer Präsenz der jeweiligen Partnerpartei im Deutschen Bundestag abhängt. Ich glaube auch, dass es ein legitimes Interesse ist, dass wir so verfahren. Denn die Bundesrepublik Deutschland, vor allem die alte Bundesrepublik Deutschland, hat seit der großen Katastrophe erheblich davon profitiert, dass im Deutschen Bundestag die politischen Grundströmungen repräsentiert waren. Jede mag für sich ihren Anteil an den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte auf sich nehmen. Am Ende ist eine sehr produktive Entwicklung erfolgt. Und am Ende haben wir alle gemeinsam das Glück gehabt, dass wir durch diese Politik auch in der Lage waren, die Vereinigung Deutschlands zu erleben, auf die wir so große Hoffnungen, wenn wir uns gegenüber ehrlich sind, nicht mehr unbedingt in absehbarer Zeit damals gesetzt hatten. Die Friedrich-Naumann-Stiftung hat sich den Zusatz gegeben für die Freiheit. Warum haben wir das getan? Weil wir darauf hinweisen wollten, für was wir eigentlich da sind. Unser Eindruck ist, dass für uns die Freiheit etwas so Selbstverständliches geworden ist, dass wir gar nicht mehr beachten, dass wir sie auch verlieren könnten. Und zwar nicht in der großen Frage, dass eine erneute Diktatur vor der Tür stünde, sondern in der Frage, ob wir als Gesellschaft, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland ernsthaft willens sind, uns über die Grundlagen unserer Freiheit klar zu sein und sie auch argumentativ zu verteidigen. Das sind viele Komponenten, auf die es dabei ankommt. Wir hatten in Deutschland die Weimarer Republik. Die hatte eine geschriebene freiheitliche Verfassung. An ihrer Verfassung hätte die nicht scheitern müssen. Aber sie ist an ihrer eigenen gesellschaftlichen Verfassung gescheitert, weil sie Freiheit nicht leben wollte, nicht gewillt dazu war. Die Vorboten von dramatischen Entwicklungen wurden nicht erkannt. Wir arbeiten als Stiftung daran, dass wir uns immer bewusst sind, was wir an der Freiheit haben, wenn wir sie haben, und uns nicht nur an die Freiheit erinnern, wenn sie vielleicht verloren gegangen ist. Das ist der Sinn der Dialogveranstaltungen, die wir machen, und viele Initiativen. Wir arbeiten weltweit in 50 Ländern, wo wir mit Büros präsent sind, aber eigentlich in etwas über 60 Ländern mit Projekten. Wenn ich eine Bilanz ziehe, würde ich Ihnen gerne sagen, alle Länder, die sich nicht freiheitlich organisiert haben, die Kinder nicht zur Schule schicken, wenn es denn überhaupt eine gibt, die sich von marktwirtschaftlichen Systemen abgewandt haben, haben ihre Gesellschaften an die Wand gefahren. Und sie haben auch nicht im Mindesten das erreicht, über das heute zwei prominente Gesprächspartner hier diskutieren werden. Im weitesten Sinne Freiheit und auch soziale Sicherheit. Deshalb sind wir unterwegs. Das macht uns auch keine Mühe, wir machen das gern. Und ich freue mich, dass Sie heute Ihre Zeit auch diesem Zweck hier gewidmet haben. Ich begrüße und bedanke mich zugleich bei Ihnen, dass Sie erschienen sind, den im Dezember gewählten neuen Bundesvorsitzenden der FDP, Dr. Christian Lindner. Herzlich willkommen hier in Potsdam.
Und ich freue mich sehr, es gibt ja immer so Anmutungen, Herr Riester, wir sind uns auf Entfernungen, als Sie noch im Amt waren, im Deutschen Bundestag, immer begegnet. Ich freue mich, dass Sie zugesagt haben und begrüße Sie ebenso herzlich. Herzlich willkommen. Und ich bedanke mich schon jetzt für die Moderation bei Jörg Thaddäus, dem Journalisten und Fernsehmoderator. Es ist schön, dass Sie das machen. Für mich ist es nach vielen Veranstaltungen und für Christian Lindner auch gut, dass wir jemanden haben, der die Veranstaltung moderiert, der Fragen einleitet, eine gute Mixtur auch mit Fragen aus dem Publikum dann zulässt. Herzlich willkommen. Und gleich zu Beginn bedanke ich mich sehr herzlich bei der Repräsentantin des Naumann-Stiftung-Büros Berlin-Brandenburg, bei Ihnen, Frau Welleringhoff, bei Herrn Seelentag und bei vielen, die das möglich gemacht haben. Es war schon zur Einleitung. Jetzt spricht der Mann, der hier in Schriftform Ihnen nochmal vorgestellt wird, Christian Lindner.